Hallo, seid herzlich begrüßt zum aktuellen Wochenenergie-Reading vom 17. bis zum 23. Juni. Und ja, diese Woche beginnt ja schon ganz intensiv mit dem Vollmond, den man schon sehr spürt am Montag, also den 17. direkt, und wirkt natürlich dann auch immer so ein bisschen thematisch hinein auf der Achse Zwilling und Schütze. Und ja, da natürlich 21. Die Sonnenwendenergie mit Portaltag, und ich glaube, der 23. ist dann auch nochmal ein Portaltag. Also ja, das ist natürlich jetzt wieder eine intensive Zeit, die uns vorbereitet auf die nächsten Verschiebungen, Quantensprünge nach der Sonnenwende. Die läutet ja dann immer das ein, was im Juli kommt, und im August mit den Finsternissen, die dann nochmal wieder höhere Timelines ausrichten. Das kristalline Netz, das sich jetzt verankert, verschmilzt mit allem Bisherigen. Das heißt, viele haben das nochmal auch jetzt genau die Woche und die vorige Woche wahrgenommen. Wir hatten auch wieder sehr heftige Schwankungen, die ja dann auch immer mit einhergehen, wenn diese starken Ströme wieder reinkommen. Ja, ich sage, wie immer, es ist ja schon normal, die nächsten Vibrationen sind jetzt für den 18., 19. wieder gemeldet, also passend zur Sonnenwende, immer zu den großen Portalen sowieso, weil sich wirklich immer mehr entkoppelt, die alten Linien, Zeitlinien, und für uns persönlich und kollektiv. Und wir bereiten uns vor in den Sprung für 2020, ja, 2020. Und das wird jetzt alles noch intensiver werden, denn die alten Gitter sind jetzt aufgehoben. Das heißt, das kristalline Gitter ist jetzt vollständig dann auch verankert. Und wir können wirklich auf unsere höchsten Zeitlinien und Christusbewusstsein, höheres Selbst, Gottes Selbst zugreifen, beziehungsweise es verschmilzt immer mehr mit unseren menschlichen, hier irdischen Anteilen, und damit lösen sich automatisch alles Alte sowieso auf, auch aus den alten Zeitlinien und Gitternetzlinien, und diese Zeitverschiebung natürlich immer mehr, ja, die dann einhergehen mit komplette, ja, Orientierungslosigkeit, oder auch, ja, dass man völlig Zeit und Raum gar nicht mehr so wahrnehmen kann. Und ja, es beginnt dann im Juli eben auch mit dem Löwetor, die Finsternisse, dann das neue Maya-Jahr, und das ist ja dann ein ganz neuer Zyklus, weil wir jetzt im 13. Jahr sind, also ein Ende von einem großen Zyklus, und 2020 dann eben, ja, uns absolut Richtung Mais, immer mehr in die Meisterschaft katapultiert. Also die, wo bereit sind, ich sage hier auch immer wieder, wir haben die freie Wahl, und es ändert sich jetzt alles rasend schnell. Dinge, die noch gestern gültig waren, sind es heute nicht mehr oder schon wieder überholt. Wir wachsen, wir sprengen alle Grenzen, und damit komme ich auch schon genau zur Wochenbotschaft, die Wochenenergie. Genau darum geht es, das Wachsen und die Grenzen, und damit immer mehr in die Klarheit kommen. Ich möchte hier noch anmerken, wer noch am Sonnenwend-Zoom-Webinar dabei sein möchte oder die Aufzeichnung haben möchte, sehr gerne. Das ist wieder ein Live-Webinar am 21. Abend, so für knapp eineinhalb Stunden. Und einfach schauen auf meiner Webseite, es ist verlinkt unter dem Video, oder schreibt mich an. Gerne sei noch dabei, das werden wir dann ausgerichtet, wieder kommen die Botschaften rein. Es ist ein, ja, geführtes, gechanneltes Webinar, was wir jetzt brauchen. Gerne sei dabei. Und wachsen und Grenzen. Genau das ist das Thema, was sich hier zeigt in dieser Woche. Und Clarity, also noch mehr, um das alles zu bereinigen, zu klären, damit wir immer mehr, hier auch haben wir schön auch das Helle und das Dunkle, das Licht und Schatten hier aus unserem Herzen, genau das zeigt es an. Und auch gesunde, gute Grenzen natürlich für uns errichten, damit wir wachsen können einerseits. Ja, das brauchen wir auch immer mehr. Und andererseits natürlich auch alte Grenzen jetzt zu sprengen.
ja, aufzulösen, die uns noch behindern, damit wir immer mehr in dieses neue Feld, in diese höheren Vibrationen, Schwingungen, Timelines hineinkommen können für uns selbst, also über den Herztorus. Und das beinhaltet auf allen Ebenen Wachstum. Und es braucht eben, dass wir uns klären, ganz klar, aber es bringt uns natürlich dann auch immer mehr Klarheit über unsere ganze Energie, Kraft, Stärke, Größe, die wir sind in unserem ganzen göttlichen Sein, nicht in unserem nur Ich-Sein, sondern in unserem Ich-Bin-Bewusstsein. Und ja, da werden einige nochmal Ketten und Begrenzungen gesprengt werden bei diesen Energieeinströmungen. Bitte bedenkt, diese Tage gerade, wenn dann wieder das Magnetfeld schwankt, vibriert, hoch und runter saust, sage ich mal. Das sind die besten Tage, um alles zu resetten, zu klären, loszulassen, einfach die Info zu geben, alles rausfließen zu lassen aus meinen Zellen, aus meinen Speichern, alle Erinnerungen. Wir brauchen das alles nicht mehr. Die neuen Felder können wir nicht mehr printen. Das heißt, es ist alles, wir erschaffen, wir können es sofort ändern, wir können uns immer wieder neu korrigieren, ausrichten. Das ist alles nicht mehr so, wie wir es bislang kennen, was wir so, wie wir damit sonst umgegangen sind oder getan haben. Und das ist auch wunderbar. In diesen neuen kristallinen Gitternetzen können wir nichts mehr reinspeichern. Und das ist gut, sie bleiben unberührbar und wir richten uns hier immer nach dem höchsten, göttlichsten aus. Und ja, das zeigt es hier an. Und dazu habe ich auch hier meine wundervollen Andaras für die Grenzen und die Klarheit, den unglaublich schönen Saphir Merlin Blue und hier auch zum Wachsen diesen ja, hellgrünen mit Regenbogen drin. Der hat ganz viel Regenbogenenergie, das leider hier jetzt wieder die Kamera nicht aufzeigt. Und ja, der ist voll hier innen, ein riesiger Regenbogenlichtcode für die neue Zeit und eben unseren Schutz, die Klarheit, die Kraft, die wir brauchen. Und gerne machen wir jetzt auch direkt eine Einschwingung hier hinein mit meinen Frequenzen. Ich habe hier die Gaia und die Rainbow Dragon Gabel gewählt, weil die uns nämlich genau befreit, klärt und eben ausrichtet jetzt in neue, größere Seinsformen, in mehr Wachstum aus unserem Herzen heraus. Und ja, gerne bleib dabei. Oder wähle schon hier oder und aus deiner persönlichen Botschaft hier mit einer Andara-Karte und einer Botschaft. Und ich ziehe noch aus dem Runenkästchen dann persönlich wieder hier noch für jede Karte, für jede Botschaft eine Rune oder zwei Runen vielmehr. Und ja, Andaras sind leider schon wieder fast alle weg. Also ja, ich muss jetzt warten, weil jetzt gerade auch noch Urlaubszeit ist. Die nächsten werden dann ja im Laufe der Woche kommen, aber dann wird ein bisschen wieder eine Geduld gefragt sein. Also einfach mal reinschauen. Und ja, wir machen die Einschwingung jetzt. Schau, dass du einen Moment ganz bei dir ankommst, die Füße auf den Boden stellst. Atme tief ein und aus. Öffne dein Feld, öffne dein Herz, geh in dein Torus-Herzfeld hinein, lass es vibrieren, sich öffnen, atme, verbinde dich jetzt in diese Vollmondenergie, in diese Portalenergie in dieser Woche, sei bereit für weitere Verschiebungen, Grenzdurchbrüche, Wachstum, Klarheit, atme ein, verbinde dein Herz mit allen Chakren, spüre, wie dein Torusfeld sich ausdehnt, vibriert, öffnet, oben und unten, innen und außen, alle Ebenen. Verbinde dich mit deinem Größtmöglichsten.
höchsten Anteil deines göttlichen Seins, das dir jetzt zur Verfügung steht und möglich ist. Atme. Sura et alei. Tuisiat karaae. Spüre, wie die Ströme kreisen, vibrieren. Lass alles gehen, was dich begrenzt. Atme hinein, spür das Pulsieren. Verbindung findet statt. Durchlichtung. Höre, fühle den Pulsschlag von Gaia, die neuen kristallinen Gitternetze, die höchsten, feinsten Schwingungen. Nimm sie auf, kristallines, diamantenes Licht. Verabschiede alles, was dich noch begrenzt. Lösen, befreien. Klarheit fließt ein. Blauer, saphirblauer Strahl der Andara fließt ein. Usut et at anei. Karaiya tuna amei. Spüre den blauen Strahl der Andara durch dein Stirnchakra, durch deine vertikale Achse, in dein Herztorus, sich verteilend vibrieren in alle Energiefelder, Zeitlinien, Ströme, Chakren. Klarheit, Befreiung, atme aus. Dein Feld dehnt sich aus, pulsiert, atmet im saphirblauen Andara-Strahl. Spüre die Aktivierung deiner Zellen, deiner Hypophyse, deines wahren göttlichen Seins. Ein und aus. Gehe ganz in die Energie deines Torusfeldes. Wachsen, Wachstum. Mintgrün Andara fließt ein. Bringt alles zum Erblühen. Neue Räume, Leichtigkeit, Freiheit, Unvoreingenommenheit. Lass alte Muster, begrenzende Denkweisen und Fühlmuster los. Sie haben keine Gültigkeit. Unvoreingenommenheit. Beweglichkeit. Freiheit. Spüre, wie du wachsen kannst innerhalb deiner Felder, deiner Timelines, wie es dich auch schützt, deine Grenzen erweitert. Öffne die Türen, atme. Befreiung, Klarheit, Entgrenzung. Und dies bringt dir gleichzeitig einen neuen, größeren Raum, einen neuen, größeren Rahmen, innerhalb dessen Bisheriges möglich wird, was du bislang nicht sehen konntest, nicht tun konntest, nicht wahrnehmen konntest. Jetzt tu es. Jetzt sieh es. Jetzt ist es da.
Atme ein und aus. Und komme mit deiner Aufmerksamkeit wieder ins Hier und Jetzt zurück. Und spüre, was sich verändert hat. Dies sind die Tools, die wir brauchen in der neuen Zeit. Diese Verbindungen, Achtsamkeiten, Öffnungen, Klärungen. Es braucht keine komplizierten Dinge mehr, kein Graben mehr, kein Suchen nach alten Blockaden, sondern es zu sehen, zu sprechen, sich zu öffnen, es zuzulassen. Und dann ist es da. Die Gewahrsamkeit und die Öffnung unseres Geistes, unseres Glaubens ist der Schlüssel zu allem Weiteren. Trink gerne ein Glas Wasser, kodiere dich damit nochmal in die Energie hinein. Und dann schauen wir noch in deine persönliche begleitende Botschaft für diese sehr intensive Portalwoche. Und schau her, wenn du die erste Karte gewählt hast, hier haben wir diesen feuerrot leuchtenden, aber es ist gar kein Red Divine, wie es erst scheinen mag, sondern es ist eigentlich ein Ember, es ist ein Feuer-Ember, ein Lemurien-Ember, der sehr viel Goldrot trägt. Es ist die Urkraft, das Licht der Urkraft, das Feuer des Lebens, entzündet die göttliche Urkraft in dir. Die göttliche Kraft stärkt und trägt mich. Also traue dich, Wurzelchakra, Erdenstern. Wo traust du dich noch nicht ganz in deine ganze Kraft und Stärke, um weiter wachsen zu können? Macht diese Einschwingung am besten täglich. Das sind jeweils immer die Codes, die wir für die Woche brauchen und benötigen, für unser System. Und jeder, der hier dabei ist oder einschaltet, bekommt ja genau die Codes, die für ihn richtig sind. Obwohl wir es gemeinsam machen. Quantenfeld. Und bei dir geht es genau um diese Kraft. Also wieder diese Feuer zu entzünden in dieses göttliche Feld. Die göttliche Kraft stärkt und trägt mich, heißt es hier. Das ist dein Leitsatz in dieser Woche. Und das lässt meine Grenzen sprengen, Klarheit wachsen. Ich kann auch alles immer mehr hier diese Polaritäten, hell, dunkel, Licht, Schatten, Freude, Traurigkeit, was auch immer, balancieren. Ich wachse daraus hinaus. Ja, das sind die alten Grenzen. Ich wachse, dahinter ist das, ne? Wie hier die Sonnenblumen, die hier schon über den Zaun schauen, zu öffnen. Und das gibt uns größere Möglichkeiten, erweiterte Möglichkeiten, Grenzenlosigkeit. Ich würde hier mal wirklich sogar sagen, dass wir gar nicht mehr diese Grenzen benötigen, die uns hier noch Halt geben. Ne? Der sprichwörtliche Gartenzaun, der hier alles, ne? Uns, wo wir uns verbarrikadieren können sozusagen. Denn in diesem neuen Wachstum, in diesen neuen Energien brauchen wir das nicht mehr. Wir sind automatisch schon klar und zeigen unsere Grenzen auf und sind trotzdem ein weites Feld. Weil wir ganz in der Größe und in der Kraft sind. Schauen wir rein, was hier deine Botschaft sich noch verbirgt. Das sind die Live Design Cards, die gibt es aber nicht hier in Deutschland. Und hier geht es genau um unterstützende und nicht unterstützende Muster. Ja? Entferne oder entdecke die wichtigen, die hilfreichen Muster von den nicht hilfreichen Muster, also die nicht unterstützenden Muster. Ja? Und das sieht man hier, die Spirale, wir haben hier wieder auch das schöne Spinnennetz. Einmal ist es das Dunkle, was dich noch gefangen hält. Und das andere ist hier wie ein Auge, das Göttliche, diese Gold, ich brauche ja gar nichts sagen, ne? Dieses Goldorange, aber diesmal absolut genau im Farbton,
Das ist deine göttliche Urkraft. Raus aus den niederen negativen Zweifelenergien. Die sind die alten Linien, die alten Gitternetze. Das, was jetzt überholt ist, überschreibe es. In dem Moment, wo wir uns ganz verbinden, in die göttliche Urkraft hinein, Ja zu sagen zu unseren ganzen Aspekten, unseren ganzen wahren Seins, gibt es keine Angst, gibt es keinen Zweifel mehr, dann überschreiben wir das einfach. Wir lassen einfach das Alte, dieses Dunkle fallen. Ja? Das verschwindet. Wir brauchen es nicht mehr. Es geht jetzt immer mehr zu entscheiden. Ich sehe, ah, da ist noch das alte Energie. Oh, altes Muster. Nee, weg. Brauche ich nicht mehr. Mehr muss ich gar nicht mehr tun. Weg damit. Brauche ich nicht. Ich habe es erkannt. Hier. I am all that I am. Hier. Ich bin mein göttliches Sein. Ich bin die Urkraft. Und ich bin verbunden mit der Urkraft. Lass dir von den Andara-Energien helfen. Das ist die Energieschwingung, die wir brauchen. Die sich ja jetzt immer mehr öffnet. Und das ist es, was hilft, was uns weiterbringt, weil sie schwingen in einer anderen Dimensionsebene, sie schwingen in einer viel höheren Energie. Und wir können uns auch direkt über Fotos, über das Energiefeld, wie hier die Einschwingung verbinden. Ja? Dahin wird es sowieso gehen dann in der nächsten Zeit. Ja, dass wir dann die Kristalle gar nicht mehr auch physisch unbedingt brauchen, sondern mehr auch die Energien uns damit verbinden, ja, und das tu es, und wir schauen jetzt noch rein, was dich hier noch von den Runen, was sie sagen, unterstützt, und hier kommt schon die Weiblichkeit, die genau hier auf dein göttliches Selbst fällt, auf diese Entwicklung hinein, also guck auch mal, dass du dich viel in dieser Woche mit Feuerenergie, also ruf die Feuerenergie, Element Feuer, rot-orangene Farben tragen, ja, ja, genau. Und hier haben wir nämlich, genau, auch da kommt die Rune der alten Abhängigkeiten. Ja, diese Rune der alten, ja, genau, Muster, wo du noch abhängig, co-abhängig bist von irgendwelchen Themen, Personen, Situationen oder Muster, ja, oder auch Substanzen, ja, immer noch, egal, ob es dann die Zigarette ist, ich sag mal, Milchprodukte machen auch, sind auch eine gewisse Thematik von Sucht, Kaffee etc., wo Programme dahinter stehen. Löse dich jetzt auf, vertraue, geh in dieses Feld, das dich trägt, nährt und stärkt. Und mach vielleicht auch hier jetzt gerade morgen am Vollmond für dich vielleicht ein Feuerritual, wenn du hast eine Feuerschale draußen. Ruf die Feuerelemente, die Feuerdrachen, schreib nochmal drauf. Oder wir müssen auch nichts mehr unbedingt draufschreiben. Gib es hinein, verbinde dich mit den Flammen, dem Feuer, schau hinein und bitte, dass du vollständig gereinigt, geklärt wirst. Und jetzt hier sich deine Kraft entzündet. Und ja, ich vertraue. Ja, ich vertraue auf die göttliche Urkraft in mir und um mich herum, das mich trägt und nährt. Also ganz eindeutig, es geht um dich als Frau oder als weiblichen Aspekt. Auch wenn du jetzt ein Mann bist, geht es ganz stark um ein weibliches Thema. Also die Frau in dir, den weiblichen Anteil, damit verbunden natürlich auch immer Partnerinnen oder Mutterthematiken, ganz klar, also alles diese weibliche Energie, und entferne, oder du musst gar nichts mehr entfernen, geh da hinein und dann schwindet, ne? So wie hier, das vergrößert sich und überschreibt dieses Dunkle, ne? Dieses Opferdasein, nein, Schöpfer, jetzt Schöpfer, und das ist die weibliche Urkraft, und damit kannst du jetzt alle Abhängig- und Co-Abhängigkeitsmuster überwinden. Wunderbar, mach es, nutze diese Woche, nutze diese Energie hier, verbinde dich hinein, du kannst es auch nochmal hören, die Einschwingung, und verbindest dich hier genau mit deiner Energie und auch mit diesem Red Amber und bittest einfach, ja, dass das jetzt in dir entzündet wird und dass du jetzt diese Zeitlinie, diese Frequenz, dieses Muster bejahst. Bejahe es. Ja, ich beabsichtige jetzt. Ich manifestiere mir jetzt alles,
was mein höchstes Selbst in Einklang bringt mit all meinen Aspekten. Schauen wir, wenn du hier die mittlere Karte gewählt hast, das ist natürlich ganz klar, Transformation, ein wunderschöner Violett-Andara. Du brauchst diese Schwingung zur Transformation, Auflösung, Licht der Transformation, Wandlung geschieht jetzt. Ich lasse das Licht der Transformation jetzt in mein Leben strömen, alles darf sich wandeln. Also lass alles los, es kommt unglaublich eine Welle der Veränderung weiterhin für dich. Du kannst es nicht mehr aufhalten, das ist jetzt einfach in deinem Zeitplan drin. Ich sage immer, es sind unsere eigenen Marker, die wir uns gesetzt haben. Dann, wenn wir uns auf den Zeitlinien irgendwann selber wieder begegnen in unserer Multidimensionalität, und das geschieht eben genau jetzt, global und persönlich. Aber auch da ist es immer wieder die freie Entscheidung. Okay, erkenne ich es, nutze ich es jetzt, mache ich jetzt für mich den nächsten Sprung, lasse ich alles los. Also, hier spürst du auch schon, es ist nichts mehr stimmig, es ist alles, fühlt sich an wie, ich sag mal wirklich, ein nicht mehr passendes Kleidungsstück, wie eine alte, schal gewordene Suppe. Also es schmeckt einem im wahrsten Sinne des Wortes einfach nichts mehr. Ja, also dann nutzt diese Woche, mach täglich diese Einschwingung. Nimm du dann für dich noch hier die Energie des violetten Andaras mit hinein. Ja, bitte darum, nimm es auf in all deine Poren, Zellen, über die Augen, über die Hände, ja, lass es einschwingen. Du kannst selbst, wenn du das jetzt kurz anhältst, ja, oder hineinschaust, hältst deine Hand, nimm deine Sternenhand gerne, auf den Bildschirm, ja, diese Frequenz strahlt jetzt hier durch. Es ist kein Zeit, kein Raum, keine Begrenzung. Nimm es auf mit deinen Augen, bitte, dass diese Energie jetzt in all deine Speicherzellen in dein System fließt. Halte die Hand hin, spüre die Energie und dann höre diese Einschwingung nochmal. Ja? Befreiung, und du gibst einfach nur ein: Befreiung. Befreiung, Release jetzt. Ich lasse alles los. Ich gebe auch allen Widerstand in mir auf, alle Ängste, ne? Ego-Anteile, die mich abhalten wollen wieder irgendwo. Ich lasse alles los, weil hier will jetzt etwas Größeres, Weiteres wachsen. Und das sehen wir einfach noch nicht. Ja, vieles sehen wir noch nicht. Ja, und hier kommt noch die Eule. Auch hier, schau mal wieder die Farbe. Wir haben ja auch das Violett drin. Das ist der Hammer. Die 13, was ja auch immer noch mal für die höchste Oktave, auch bei den Mayas steht, der Auflösung, der Transformation, die weibliche Kraft, observe und interact. Also beobachte genau, nimm eine Eulenperspektive ein, schaue, lasse los und interagiere dann, wenn du das Gefühl hast wie eine Eule, die schaut mit ihren großen Augen, sie hört, sie sieht im Dunkeln, sie nimmt alles wahr. Denk dran, sie können ja diesen Kopf so irrsinnig drehen. Und genau das ist es. Und sie warten mucksmäuschenstill und ihre Augen sind wie Laser und sehen alles, nehmen alles wahr, ihre Ohren. Und im richtigen Moment fliegen sie lautlos mit einer Schnelligkeit und zack, schnappen sie sich ihre Beute. Im übertragenen Sinne. Also, Eulenmedizin. Ganz klar. Und die 13, nochmal die Kraft der Transformation, aber auch des Wartens auf den richtigen Moment. Und dieses Violett, was ja reinigt, klärt und uns auch in so eine tiefe Ruhe bringt. Ja? In eine Ruhe, in eine höhere Energieschwingung. Es gleicht aus, es beruhigt, der violette Strahl. Ganz, ganz wunderbar. Da schauen wir auch rein, was hier noch für eine Rune kommt. Und das bringt dir auch, denk dran, Violett ist ja genauso auch wie der Blaue, bringt ganz viel diese Klarheit auch, ja, Klärung. Aha, schau mal, auch eine umgedreht, eine aufgedeckt. Und hier haben wir auch, das ist Pallas, die Weisheit, meine ich, passt ja zur Eule. Oh, und hier auch, guck mal, auf dem Eulenauge kommt hier auch das Dreieck mit dem Auge. Das ist Raphael,
die Engel-Raphael-Rune, die eben auch nicht nur für Heilung steht, sondern auch hier symbolisch für das Auge und genau fürs dritte Auge. Deswegen lege ich sie auch genau hier hin. Ja? Der grüne Strahl klärt, ja? Der grüne Strahl klärt, fokussiert, bringt in unsere Wahrheit, konzentriert auch ganz stark und ja, begleitet dich auch auf den Reisen, innere und äußere Reisen, ja? Ist Raphael. Und das jetzt auch alles wieder in die Balance zu bringen und in die Balance zu kommen, ja, das sagt es an. Ah, nee, das ist gar nicht die Pallas-Rune. Ich sehe, das ist die Partnerschaftsrune, Juno. Das ist ja auch so ein Asteroiden-Thema in der Astrologie, Juno. Und hier geht es nämlich um die Partnerschaften. Die richtigen Partnerschaften, der Zusammenschluss von zwei oder mehreren Menschen, ja, eben in Gleichklang, in Liebe oder geschäftlichen Themen. Und es ist ja, hier die Rune war ja umgedreht, das heißt, da ist noch nicht vielleicht die ganze Klarheit drin zu einer bestehenden Partnerschaft, Beziehung, Freundschaft, in welcher Form auch immer. Oder eben, du wünschst dir da auch eine, da kommen neue, da muss etwas geklärt werden noch, losgelassen werden in dir, Muster, aber auch vielleicht zu dieser Person, die dich vielleicht auch hindert, ja, am Wachstum. Du brauchst hier Menschen, sage ich mal, Zusammenschlüsse, wie immer, was jetzt immer wichtiger wird, die wirklich auf unserer Energie schwingen, Gleichgesinnte. Ob das, wie gesagt, Freundschaften oder Partner sind, das spielt gar keine Rolle. Und da schau hin, beobachte, kläre dich, nutze hier den violetten Strahl, die Eulenmedizin und schaue genau in deine bestehenden Beziehungen, Partnerschaften oder und eben das, was ich jetzt neu für dich kreieren, manifestieren darf. Also dann steht auch, wenn du jetzt keine hast oder in keiner bist, dann stehen hier auch neue Partnerschaft oder Beziehungen, wie gesagt, welcher Art auch immer an, ja. Aber auf einer neuen, höheren Ebene und dazu braucht es Klarheit, Wachheit und zu spüren, okay, ja, das ist der richtige Moment, wo ich jetzt auch, ne, hier in die Kommunikation gehe. Oder eben der richtige Zeitpunkt, wo man dann irgendwie zusammengeführt wird, ja. Aber nutze hier diese Energieschwingung, dass du wirklich ganz bei dir bist, ganz klar bist, denn wie gesagt, es geht hier für dich vor allem um dieses alte Grenzen, hier alte Muster zu diesem Thema zu sprengen, zu klären, zu befreien, damit hier wirklich neue Räume und neue Beziehungen, richtige, gute, förderliche im Gleichklang stehende Beziehungen stattfinden können, ja. Und das Violett schützt uns ja dann auch eben. Es hebt uns einfach auf die höhere Ebene und schützt, klärt uns und ja, vor allem das Spirituelle. Hier geht es ja auch ganz viel um spirituelle Energie. Ich lasse es mal so stehen. Ich denke, du wirst dir deine Botschaft davon auch noch direkt selber herausziehen. Wie gesagt, Raphael ist auch der Begleiter aller Reisenden, also innere und äußere Reisen, Fokussierung, Heilung, klar, aber auch vor allem Wahrheiten. Ja, ich lasse es so stehen. Wir schauen hier hinten in die letzte Botschaft, wenn du diesen wundervollen Seafoam ist das, wenn sie so viele Matrixbläschen, das ist die Urblaupause, enthalten. Und hier haben wir wieder, ich sehe immer hier so ein kleines Gesicht drin. Das ist so die Nase hier, wie so ein kleines Tiergesicht, die Äuglein. Muss ich immer schmunzeln. Vielleicht erkennst du ja auch etwas da drin. Ja, aber auch die Andaras haben natürlich alle ihre Schwingungen und Einschlüsse und Gesichter und Wesen neben den Andara, die sie ja dieses Schwingungsfeld halten und bringen. Ja, und was haben wir hier? Das Licht der Weisheit. Ich löse mich von allen Selbstzweifeln und erlaube der göttlichen Weisheit Raum zu nehmen. Der göttlichen Weisheit. Das ist übergeordnet.
Ich vertraue der göttlichen Weisheit in mir. Wo stehst du dir manchmal noch selber im Wege? Die göttliche Weisheit will Raum nehmen und verbindet dich hier und lässt dir Informationen, Botschaften zukommen, die du vielleicht bislang noch gar nicht hast wahrnehmen können, nicht hören wollen oder nicht hören können. Ja, eine andere Ebene, eine andere Form von Botschaft oder Botschaften, die sich dir hier zeigen werden, wo du vielleicht bislang noch gar nicht bereit warst, dies anzuerkennen, ja? Dich dafür zu öffnen. Schauen wir. Ja, auch hier, ihr seht, das Grundkernthema ist einfach die Muster. Das ist hier, ist das Spinnennetz. Das ist ja wie jetzt genau das, was ich sage mit diesen Timelines und die Gitternetze. Und hier haben wir auch wieder so wie so eine Spirale, die Spinne hier. Eben, designe jetzt deine Muster vom großen Ganzen in die Details auch hinein. Ja? Schau, wo noch Lücken sind, wo muss noch was ergänzt werden, vervollständigt werden oder nochmal repariert werden, sage ich mal, also neu ausgerichtet werden. Ja? Also es geht jetzt mehr in die Details hinein, so Feintuning würde ich hier mal sagen. Ja? Nicht mehr so um das große Ganze, also dein Muster oder deine Linien, deine Ausrichtung ist schon mal ganz gut, die stimmt. Jetzt geht es mir nochmal hier zu gucken, okay, wo kann ich noch was verbessern oder wo muss ich noch ein bisschen mehr kalibrieren, nochmal eine kleine Änderung vornehmen, mir wirklich alles genau anschauen, ja, hineinspüren, anschauen, wo mir vielleicht noch was entgangen ist oder wo noch kleine Fehlerchen oder eben nicht dysfunktionale Muster oder Löcher so sind in meiner Ausrichtung, in meinem Denken, Fühlen. Ja, also hier geht es ja um die Muster in uns. Und dann kannst du das tun. Ja, dann nutze die Kraft, die Spinnenfrau, das ist ja auch eben diese weibliche Urkraft, die hier diese Muster webt. Auch so die analog zu diesen drei Nornen, ne, die auch die Fäden spinnen, der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und alles kommt jetzt hier zusammen, genau, ne, was ich sagte. Es ist alles eins, die Linien finden zusammen, diese neuen Netze finden zusammen. Aber schau, wo vielleicht hier noch etwas noch nicht so ganz stimmig ist oder noch etwas fehlt, wo du noch ergänzen darfst, ja. Und dazu nutze die göttliche Weisheit, denn die weiß einfach mehr, als wir mit unserem begrenzten, ich vertraue der göttlichen Weisheit in mir, mit unserem begrenzten Denken oft, ja, weil wir einfach dann zu sehr noch im Menschlichen sind. Und deswegen gib Raum, öffne dich für diese Energie, diesen wunderschönen, ja, himmelblauen, wasserblauen Andara-Strahl. Empfange die Botschaften, empfange das Licht, empfange die Energie und die göttliche Führung, die göttliche Weisheit wird dir genau sagen oder dich erkennen lassen, dich spüren lassen, wo du noch hinschauen darfst und kannst, ja, wo noch hier etwas zu tun ist in deinem Muster, in deinem neuen Muster, in deinem neuen Gitternetz. Und bitte einfach darum, ja, bitte darum und ja, komm jetzt zum großen Ganzen mehr jetzt in deins, was es mit dir zu tun hat, wie du jetzt da drin agierst und erschaffst und formst, ja. Also da ist auf jeden Fall mehr so jetzt diese persönliche, trotzdem Ich-Bin-Ebene, ja, aber es geht jetzt für dich, um dein, deine weiteren Fäden, die du spinnst und Timelines. Und guck mal, hier haben wir wieder, das ist die Geldrune und beides liegt offen. Denk dran, wenn die Runen offen fallen, ist es eigentlich schon ein klares, bewusstes Thema. Wenn sie umgekehrt liegen, ähnlich wie bei den Karten, dann ist es noch ein bisschen versteckt. Also man fühlt es vielleicht schon oder erahnt es, aber man hat es noch nicht klar. Oder es ist sogar noch was ganz Überraschendes, wo einfach noch nicht bisher sich gezeigt hat. Da ist es ganz klar, es geht nämlich um die Fülle.
Es geht um den Fülle-Aspekt hier jetzt, wo du schauen darfst, wo du noch was ein bisschen ergänzen darfst mit der göttlichen Weisheit, damit du ganz und gar in deine Fülle, auch in die materielle Fülle, weil hier geht es ganz klar auch um das Geld. Geld ist Energie. Und ich sage hier jetzt einfach mal materielle Fülle, in welcher Form auch immer. Es ist ja auch hier netterweise mit den drei Münzen abgebildet, mit den drei, also auch hier wieder die Dreifaltigkeit, die Verbindung auch. Ja, also schau hin, genauer in die Details, und hier haben wir nämlich noch deinen Schutzengel an der Seite, der dir nämlich auch da noch Unterstützung gibt und dir jetzt hilft, komplett dich noch mehr über deine göttlichen Weisheitsaspekt, über deinen Allmachtsaspekt, deine neuen Fäden weiter zu weben, in dieses ganze Muster hinein, in dein Netz, in deine Gitterlinien, die du ja schon so weit erfolgreich jetzt erschaffen hast, bis auf diese, ja, das, was da noch ein bisschen noch zu modifizieren ist oder zu ergänzen ist. Und deswegen verbinde dich bitte mit deinem Schutzengel. Geh in Kommunikation, denn er hat Botschaften für dich. Und er, sie, ist ja immer neutral, die Engel und Schutzengel. Und auch wenn es hier noch um ein Thema mit dem Geld geht, vielleicht ist auch das noch hier so die kleine Lücke, ja, wo das noch ein bisschen ergänzt werden darf, dass du wirklich hier ganz in deinem sicheren Halt bist, dass du ganz im Vertrauen bist, dass du alles kreieren, erschaffen kannst, um dich in deine ganze göttliche Fülle zu bringen. Wir müssen nichts uns noch weniger halten oder zurückhalten. Göttliche Fülle ist vollständig, vollkommen da, und es ist das Geburtsrecht von uns allen. Alles andere sind die alten Fehlprogramme, die uns eingeimpft wurden. Und das ist es ja, diese Gitterlinien lösen, die überschreiben sich jetzt durch dieses neue kristalline Netz, das jetzt reinkommt und sich verankert. Und dadurch eben kannst du jetzt genau hinschauen und das sagen, ich, ja, beanspruche das jetzt für mich. Ich muss nicht mehr Angst haben, zweifeln oder, oh Gott, darf ich nicht. Das sind alles alte Paradigmen. Das sind alles, sage ich mal, alte Muster, giftige Muster, die uns einimplantiert wurden, um uns klein zu halten. Und das ist nicht. Fülle haben wir alle. Uns steht alles zur Verfügung, wenn wir in unserem göttlichen Sein sind und mit der Weisheit und allem verbunden. Und genau da hilft dir dein Schutzengel und eben der göttliche Weisheitsaspekt. Und das wird dich nochmal wie hinausschleudern oder, ich sag mal wirklich, in ein größeres Wachstum, in wirkliche, wirkliche, wirkliche Fülle bringen. Aber es liegt bei dir. Wir selbst müssen dazu bereit sein und sagen, ja. Und diese Brücken auch dann kreieren, ja, diese Muster. Spinne jetzt diesen Faden, webe ihn hinein und dann ist er haltbar und weiter ausbaufähig. In diesem Sinne eine wundervolle Woche. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet oder wer noch gerne beim Webinar am 21. dabei sein möchte, wie gesagt, auch die Aufzeichnung zu kaufen oder auch wenn ich dich unterstützen darf in einer persönlichen Sitzung. Alles Liebe, tschüss und bis bald. Marame.